Jo, moin, ihr Flippt und auch liebe Landratten und Rädchen da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, wir sollen den Fremden im spartanischen Lager treffen. Wer war der Junge, der mich gerettet hat? Das werden wir gleich herausfinden. Spartaner schlachten hier alle ab. Wir müssen sie aufhalten. Schnell, sie sterben! Schnell, sie sterben! Wen denn? Ach, da oben. Ayolo. Dann nimm halt aber den nächsten Pfeil. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt tot. Das siehst du. Immer gern geschehen hier. Adlerfrau. Nenn mich Cassandra. Ich heiße Natakas. Sie nannten mich Adlerfrau. Woher kennen die mich? Ich weiß nicht, aber sie suchen auf jeden Fall nach etwas. Der Jäger, den Namen sollte ich wohl kennen. Wenn er hier ist, sind wir erledigt. Ich kümmere mich um diese Leute. Der Elitekämpfer des Ordens kam hier durch und mit ihm der Tod. Er hinterließ Spuren. Ich werde ihm folgen. Hab Dank, Cassandra. Wofür? Dass du geholfen hast, als niemand anderes es tat. Die Reiter kommen. Oh, und da kommt ein nächster Söldner. Unsere Liste an Söldnern, die wir eliminieren können. So. Spüre den Elitekämpfer des Ordens auf. Hinweise. Naja, einfach immer der Blutspur nach. Meine Güte, nee. Das haben sie nicht verdient. Die Leichen reichen bis zum Fluss. Rote Spartiaten. Und weitere flussaufwärts. Ich muss herausfinden, wer das war. Das ist eine verdammt gute Frage, Cassandra. Woher die Perser das wissen? Saubere Arbeit. Die Perser wurden eiskalt überrascht. Okay, die Perser sind auch schon alle weg. Okay. Ist immer noch weiter hier Fluss auf? Wachen. Das muss der richtige Weg sein. Die Elitewache. Da war jemand vor mir hier, der genau wusste, was er tut. Jo, okay. Und wer ist er jetzt? Wer bist du? Okay. Oh. Oh Gott. Unbekannter Angreifer. Das
Jetzt erwarten garantiert richtig viele Leute, den musst du erkennen, das ist der und der aus einem anderen Assassin's Creed. Zumindest die Waffe kommt mir daher ein bisschen bekannt vor. Wo ist denn der jetzt? Das Problem ist nur, ich habe die anderen Assassin's Creed-Teile nie gespielt. Also kann ich das nicht so wirklich einschätzen. Hast du dich jetzt ernsthaft geheilt? Aua, aua. Das tut weh. Das ist unser alten Mann ganz schön fit eigentlich. Aua. Oh oh. Uhä, wir sollten uns mal heilen. Relativ schnell. Aua. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. So. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Vater, nein. Was? Natakas, was machst du denn? Das ist die Adlerfrau. Das ist dein Vater? Die Adlerfrau. Wir müssen los, Natakas. Es kommen weitere Soldaten. Unser Versteck ist unter dem Felsbogen. Dort findest du uns. Nach diesem Kampf fragt man sich allerdings als erstes, warum sollte man sich mit dem Kontrahenten nochmal wieder treffen? Das wird schwierig. Oh, okay. Das Vermächtnis der ersten Klinge, Episode 1, gejagt. Klingt also nach jemandem aus einem vorherigen Assassin's Creed, vielleicht dem ersten? Ich weiß es leider nicht, ich kann es nicht sagen. Das hier ist mein erstes Assassin's Creed. Ich habe nur einmal, keine Ahnung, eine knappe Stunde oder so, ich glaube, das war der dritte Teil, mit dem wo das im amerikanischen Bürgerkrieg spielt, so Boston-like. Aber das habe ich nicht mehr selbst im Besitz gehabt, das hatte ich halt mal mitgespielt. Moment. Andere Söldner auszuschalten bringt immer eine Menge Drachmen ein. Ja. Lygia, die Honiggeküste. Uiuiuiui. Ja. Fühl dich geküsst, gnädiges Fräulein. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen hier hoch. Natakas im Versteck. Oder aufsuchen. Ist der Orden. Ich weiß.
Okay. Nichts weiter zum Belauschen, also hinein. Das war nicht das erste Dorf. Der Orden tritt immer mehr in Erscheinung. Ein weiterer Grund, im Schatten zu bleiben. Und Unschuldige sterben lassen? Unschuldige haben ihr Leben verloren. Du kannst nicht alles allein regeln. Wir müssen vorsichtig sein, Natakas. Das weißt du auch. Brennende Dörfer, Perser, die Spartiaten befehligen, von einem wütenden alten Mann angegriffen werden. Ich habe schlechte Laune. Antworten. Jetzt. Wie hast du uns gefunden? Sie weiß es von mir. Willst du noch mehr Geheimnisse ausplaudern? Ja, gerne. Ihr müsst doch wissen, was hier vor sich geht. Diese Perser, die die Spartiaten befehligten. Der Orden der Ältesten. Eine mächtige Geheimgesellschaft, die Persien über zahllose Regenten hin kontrollierte. Eine Geheimgesellschaft? Davon gibt es ja einige. Ja, wir sind noch hinter dem Kosmos her, da fehlen uns nur noch 4 Köpfe. Ich habe dich das bereits gefragt, als du mich töten wolltest. Wer bist du? Dareus. Ein Name allein reicht mir nicht. Sie verdient es. Es gab schon immer Leute, die nur auf Macht und Kontrolle aus waren. Und dann gab es jene, die sich ihnen entgegenstellten. Und wozu gehörst du? Lass mich dir eine Geschichte über den großen König Xerxes erzählen. Es war vor vielen Jahren in Persien. Eure Tode bedeuten nichts. Der Orden ist unaufhaltsam. Und all ihre Macht konnte dich nicht beschützen. Nicht vor mir. Seitdem sind sie uns auf den Fersen. Jemanden, der so eine Geschichte erzählen kann, trifft man nicht oft. Ich erzähle sie auch nicht oft. Aber der Orden, er ist jetzt hier, brennt Dörfer nieder und schlachtet Unschuldige ab. Wonach suchen die? Es geht nicht um uns. Wir waren hier sicher. Der Orden der Ältesten hat unsere Fährte vor langem verloren. Nein, der Jäger jagt dich. Dich und deinesgleichen. Die Verdorbenen. Du musst dich nun entscheiden. Bekämpfe sie oder verschwinde. Vater! Mehr darüber erfahren. Okay, wissen wir jetzt mehr über Kultisten? Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist nach Griechenland gekommen, um die Adlerfrau zu töten.
Wähle ihr Emblem in der unteren rechten Ecke aus, um ihre Struktur anzusehen. Ach, als ob. Jetzt haben wir noch mehr davon. Unentdeckter ältester Orden der Jäger. In Dareos Versteck in Makedonien findest du Informationen zum Orden der Ältesten. Ein Ordensmitglied wurde auf der Dreifachhalbinsel Chalkidiki oder sowas in Makedonien gesehen. Erkunde das Gebiet. Gefundene Hinweise 1 und 5. Unentdeckter Magier. Unentdeckter ältester Orden der Jäger. Ein Ältester besucht regelmäßig die Olynthos-Festung in Makedonien. Okay. Ja, haben wir den Kosmos-Kram, wir haben den Ältesten-Kram. Gebt uns einfach mehr Namen zum Eliminieren. Mehrere neue Quests angenommen, neue Gravur freigeschaltet. Heiliges Attentat. Ja, ich sag mal, die brauchen das, glaube ich, nicht mehr hier, ne? Das können wir alles gebrauchen. Oh, was haben wir hier denn? Dareos Notizen über die Hüterin, Ältestennachweis. Wissen wir jetzt schon noch mehr? Frata Gune, die Hüterin, zähmt Bären in Makedonien. Details. Okay. Oh, enthüllen. Bereit zur Enthüllung. Du hast alle Hinweise gesammelt. Waffen sind das Werk der Menschen, doch Zähne und Klauen wurden von den Göttern gemacht. Okay. Verfolgen wir doch mal. Und zeigen wir denen hier gleich mal, aus welchem Holz wir hier geschnitzt sind. Ich sollte Nataka suchen. Ein paar Wölfe sollten kein Problem sein. Die Wölfe außerhalb der Stadt sind ungewöhnlich blutrünstig. Sie sollen sogar des Nachts Menschen in Amphipolis zerfleischt haben. Welch garstiger Anblick. Der Jäger hat eine starke Bande mit den Wildtieren. Diese Angriffe dienen offenbar seiner Jagd auf die Adlerfrau. Falls jemand diese Wölfe töten könnte, wäre das Rudel des Jägers geschwächt. Okay. Also ja, hier geht's raus. Vermute ich jetzt mal, ja. Nur hier geht's halt noch weiter. Warum sollten wir nicht erstmal eine kleine Höhlenerkundung machen und gucken, ob wir nicht vielleicht sowas wie eine gute alte Stele oder sowas hier wiederfinden? Und ein paar Schätze. Okay. So viel weiter geht's jetzt hier nicht. Sind auch keine Wand zum Einschlagen, von daher würde ich sagen, einmal mitnehmen. Und tschüss. Wir können ja Ikarus von außen nochmal einen Blick drauf werfen lassen. Vielleicht findet der ja noch irgendwas Brauchbares. Gedenkstätte. In Gedenken an Nima, die stets den Gedanken ihrer Familie bleiben wird. Wir finden dann nichts. Mit dir soll ich? Kann ich auch reden? Takas ist auf der Jagd, wenn du ihn suchst. Okay. Da unten. Los.
Cassandra. Moin. Cassandra, was machst du denn hier? Das wollte ich dich gerade fragen. Praktische Arbeit hilft mir dabei, meine Gedanken zu ordnen. Du jagst gern. Ja, es gibt hier meistens Hirsche. Wenn du nach Dareios kommst, musst du gut mit dem Bogen sein. Einigermaßen. Bescheiden. Ich wollte gerade los. Willst du mich begleiten? Ich glaube schon. Das wäre schön. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Wie viele Hirsche kannst du wohl erwischen? Finden wir es raus. Das Wild ist normalerweise hier. Guter Schuss. Dareios kennt ihn gut. Sicher übt er viel. Und das jeden Tag. Trotz seines Abends. Danke, Icarus. Was ist los? Vertrau mir. Da. Ein Eber? In Makedonien? Das sieht man selten. Köstlich. Das ist... Sei still. Er wird dich hören. Es fast schmecken. Jage den Eber. Okay. Das macht alles gleich besser. Du bist ein guter Koch, Natakas. Gut genug für die Götter. Ein altes Familienrezept. Meine Großmutter würde sich freuen. Wir sollten alle so genießen wie die Götter. Wir? Götter? Wir können ja eine Weile lang so tun. In Wahrheit bin ich Söldnerin. Ich jage, um zu essen, wie du. Ich arbeite für Drachmen, wie du. Ich ziehe immer weiter, wie du. Doch ich sehe die Adlerfrau in dir. Deine Taten sind nicht nur Legende. Nach allem, was in Makedonien geschah, kannst du wohl nicht hierbleiben. Ich weiß nicht. Wir laufen immer weg, seit ich ein Kind war. Meine Mutter fand immer einen Weg. Egal, ob am Straßenrand oder in einer Höhle. Sie wärmte uns, beschützte uns. Sie gab uns ein Zuhause. Dieses Gefühl werde ich wohl nie wieder haben. Ist sie tot? Sie starb vor Jahren, wie meine Geschwister. Es war der Orden. Damals sah ich meine Schwester Nema zum letzten Mal. Was ist mit dir? Mit deiner Vergangenheit? Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen mal das. Komm. Auch ich hatte nie ein Zuhause. Ich musste immer für mich selbst sorgen. In der Hoffnung auf so etwas wie Geborgenheit. Ich habe sie nie gefunden. Wie auch immer. Ich glaube ohnehin nicht daran. Wir werden von der Vergangenheit geformt, aber nicht bestimmt. Du sagst, sie sind Perser? Dareios behauptet, König Xerxes getötet zu haben. Ha! Das glaubst du doch nicht, oder? Wie gesagt, ich kenne die anderen Teile nicht. Ich weiß nicht, was da so für Möglichkeiten waren. Ich weiß, was wir hier alles erlegt haben. Von daher... echt absolut gut möglich und deswegen wird das so meine Antwort sein. Ich glaube es. Von allen Lügen, die er erzählen könnte, wäre diese die unglaubwürdigste. Diese Lüge wäre Dolos würdig.
Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Dareios sagt, dieser Orden sei hier, um mich zu suchen. In der Notiz war auch die Rede von anderen. Es gibt noch andere wie dich? Wenn ich ihm Glauben schenke, ja. Aber woher weiß ich, dass Dareios nicht für den Kult oder den Orden arbeitet? Er hat doch gehört, dass du eine große Kriegerin bist. Vielleicht braucht er dich für den Kampf gegen den Orden. Wenn er nicht einer von ihnen ist. Die Frage ist doch, vertraust du ihm? Es ist sehr schwierig, weil dafür kennen wir uns zu wenig. Wenn ich das sage, dann würde ich auch sagen, hey Barnabas, ich traue auch dir nicht. Das wäre gemein. Aber ihn kennen wir jetzt schon sehr lange. Ich will mir halt auch nichts verbauen. Ich nehme den einfachsten Weg hier. Ich vertraue Dareios. Er ist voller Rätsel. Aber kein Lügner. Das klingt, als müsstest du zurück zu den Persern, wenn du wissen willst, was wirklich vor sich geht. Dareios verbirgt etwas. So viel ist klar. Dann sei vorsichtig. Sein Geheimnis könnte eine Falle sein. Ich werde so vorsichtig sein wie immer. Genau das macht mir Sorgen. Mehr Fragen als Antworten. Okay. Mehrere Quests angenommen, auch das noch. Ich würde fast sagen... Oh, wir haben hier einen Söldner in der Nähe. Ich glaube, den machen wir noch. Aber dann wäre auch Folgenende. Für Leute, ich weiß... Also, wo ist denn der? Na Junge, jetzt renn halt nicht weg. Will ich schon noch überraschen mit meinem Angriff. Das geht mir unter immer am schnellsten. So. Sehr schön. Und noch 200 Meter in die Richtung, sprich mit Nantakas im Versteck. Gut, das machen wir einfach beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder dabei sein. Wie gesagt, schreibt mir ruhig gerne in die Kommentare. Ich glaube, das ist okay. für mich ist das wirklich okay, wenn da ein kleiner Spoiler kommt. Ihr müsst ja nicht mega tief in die Story ausholen. Schreibt einfach, aus dem und dem Assassin's Creed kam dieser Charakter vor, weil so wirkt es derzeit auf mich. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen. Und schreibt vielleicht auch dazu, weiß nicht, ist das ein Charakter, den man da selbst gespielt hat, eventuell sogar? Das wäre interessant, weil dann können wir ihm hier theoretisch vertrauen, weil es ja wieder eigentlich der eigene Charakter ist, den man mal gespielt hat. Und meistens spielt man ja eigentlich den Guten und nicht hier komplett Badass-mäßig. Ja, das wären zwei doch relevante Infos, aber das wird so lange dauern, weil ich bin so viele Folgen in der Vorproduktion. Huiuiui. Bin gespannt, was dann am Ende uns als erwarten wird. Was ist das für ein Ausrufezeichen hier? Direkt über uns? Die 112 Meter angeblich noch weg. Auch nicht das da. Könnte die andere Aufgabe im Hafen sein. So, naja, wir verkrümmen uns hier mal im Busch. Danke fürs Einschalten. Bleibt beim nächsten Mal mit dabei. Bis dann, macht's gut. Hummel, Hummel. Mos, Mos.